V4 Vendetta Beats Production. Meine Antwort ja auf die Frage, ob ich diesen Bastard kenn. Mein Rappername ist nicht der Grund, warum du mich Baba nennst. Ich ließ die Flampe lutschen, ey, ich ließ die Flampe schlucken. Astrid war der Name von der besten dieser Noten. Merkst du nicht, dass bei deinen Stories mit voll Wichsen was fehlt? Bitte erwähne es, bevor du Astrids Geschichten erzählst. Sie wissen, du lügst, sie leckt das Sperma vom Gesicht. Sag doch, es geht um deine Mom, dann glaubt sie da und fertig. Wir sind uns ziemlich ähnlich, verstehen uns ist doch chillig, ne? Ganz wie dein Vater, aber nimm doch nicht gleich die billigste. Ich bin ein schlechter Vater, ich kann deine Liebe nicht verstehen. Ey, was willst du mir erzählen? Ich hab die Schlampe doch gesehen. Jo, du musst dich doch nicht schämen. Ich kann dir auch Tipps geben. Wirst du der Schlampe genug in den Bauch treten? Wird dein Sohn vielleicht wie du aussehen? Yeah, und jetzt hör mal zu, du Hurensohn. Yeah, es ist der Baba-Vater. Deine Mom ist ne heftige Hure. Yo, ich bin nicht dein Vater, nur weil ich sie manchmal besuche. Yeah. Und jetzt hör mal zu, aus einem kleinen bezahlten Fick entstandst nun mal du. Ich bin nicht Papa, weil ich deine Mom noch ficken tu. Sie findet's nun mal gut, ey, was soll ich tun? Am Geburtstag brauchst du auch nicht hoffen, dass es was gibt. Das Einzige, was es gibt, ein Arschfick für Astrid. Keine Bezahlung mehr, wenn sich deine Mom die Geile beugt. Denn es ist kein Schnee, wenn sich Astrid im Winter auf das Weiße freut. Darkseid kommt aus dir raus, ich kann's nicht packen, Bitch. Die Einzige, die aus dir rauskommt, ist die, wenn du kacken bist. Eigentlich bin ich hier zum Ficken deiner Ma. Doch ich kann nicht mehr weghören, du laberst mehr Scheiße als ein Arschloch. Mein Sohn, na ganz im Ernst, du bist nicht mehr als ein Amageier. Selbst bei dem Girl aus Frankfurt kamst du nicht wirklich weiter. Ihr wart in Frankfurt, was willst du noch mehr? Alex bekam eine Jacke, du ein gebrochenes Herz. Oh Mann, dieser Korb, er hat dich seelisch gepackt. Ich meine, wie lang hast du bei ihr täglich gesackt? Seitdem bist du nur noch ein beschädigtes Wrack. Jetzt sackst du bei der zweiten Wahl der dreckigen Stadt. Immer sacken, du bist ein übertrieben krasser Lutscher. Und sackst so gerne, ey, du kommst wohl nach deiner Mutter. Yeah, es ist der Baba-Vater. Deine Mom ist ne heftige Hure. Yo, ich bin nicht dein Vater, nur weil ich sie manchmal besuche. Yeah. Und jetzt hör mal zu, aus einem kleinen bezahlten Fick entstandst nun mal du. Ich bin nicht Papa, weil ich deine Mom noch ficken tu. Sie findet's nun mal gut, ey, was soll ich tun? Am Geburtstag brauchst du auch nicht hoffen, dass es was gibt. Das Einzige, was es gibt, ein Arschfick für Astrid. V4 Vendetta Beats Production. Ich hab da draußen ja noch einen zweiten Sohn hinterlassen. Den habe ich ja komplett vergessen. Ich bin stolz auf meinen Sohn. Schaut, er weiß, von wo er stammt. Nennt sich Mula, weil er gezeugt wurde von meinem Esel großen Schwanz. Die 20-Euro-Note ist meine Freundin. Ey, chill, ma, du Bengel. Kannst du denn deine eigene Mutter auf dem Bild nicht erkennen? Willst mein Angstgegner sein? Du mieser Bastard, du, der den Vorsprung bei Punchlines nur durch seinen Feature-Gast hat. Es wäre besser, wenn du mit deinen Flow-Fehlern deine Fresse hältst und dann kapierst, meine MC-Songs sind besser als deine besten Tracks zusammen. Geld, cooler Track, Bro, kommen wir zu deinem Besitz, Alex. Ich sage gar nichts und es war schon alles.